Moin, moin, liebe Leute. Na, seid ihr bereit für eine weitere Runde hier mit Rev? Ja, guten Morgen. Ja. Mein lieber Strider. Ja, ich will tauchen. Mir zwei ganget jetzt dann unter. Dazu werfe ich jetzt den Haiköder mal hier hinten aus, ne? Ja, und wenn der Haiköder ausgeworfen ist, am besten nicht zu weit, weil dann können wir nämlich schön draufstechen immer. Ja, dann mach das hier, dann kann ich das machen, solange ihr schwimmt. Hier, dann liegt der Letzte. Oh ja, so. Sollen wir jetzt draufstechen und ihn töten oder sollen wir ihn. Ja, töten. Achso, das wusste ich jetzt. Jetzt komm ich dran. Er ist weg. Wo ist er hin? Ja, du stichst einmal drauf und der haut wieder ab. Achso. Ja, du bist. Bin ich rangekommen. Kein einziges Mal getroffen. Oh, komm her, Günther. Oh. Seekrankheit. Nee, ich muss die Rüben essen, sonst verhungere ich. Jetzt habe ich nicht getroffen. Bin gleich wieder für euch bereit. Ja, ja. Ich hab nur kurz Fisch aus dem Grill legen müssen. Ich brauch Protein. Da kommt er. Ey, ich brauch dringend den großen Grill, dann kann ich auch Fleisch für die Hai haben. Der ist aber schnell, hey. Entschuldigung, ich hab's drauf gestochen. Ach so? Deswegen. Ich war unter Wasser. Und der Wasser. Wie gut, während ihr zwei den aber ablenkt, gehe ich einfach schon mal graben, weil wir müssen da nicht zu dritt stehen. Ja, das können wir auch machen. Hä? Jetzt ist es auf mich los. Na super. Mhm. Wozu haben wir den Köder? Ja, wir müssen ihn schön nacken lassen. Du weit geht. Jetzt ist er wieder auf mich los, okay. Das ist doch wohl nicht ja, so. Jetzt hat er dich im Visier. Mann. Das hier mal da dein kommt Haustier. Der, da kommt er. Jetzt lass ich ihn nagen. Naja, kannst du aber trotzdem nur einmal draufhauen. Einmal, ja. Das ist ja jetzt schon wieder auf mich los. Ich dachte, der nagt. Weil ich nur einmal pieken kann. Ja, du bist zu dicht am an den Ding. Okay, warte mal. Ich gehe mal auf die andere Seite vom von der Insel. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ja, bitte, guck mal. Ja, also am wichtigsten sind Erze. Schrott, Ton und Sand. Ich muss mich hier erstmal wieder heilen. Hey. Der ist aber weit gekommen. Jetzt bei dir oder was? Jetzt ist aber tatsächlich bei mir. Was haben wir den Fischköder, wenn er nichts taugt? Früher hat das immer geholfen. Ja, ich hab den ausgeschmissen und dann kam er zu mir und du hast abhauen können. Mhm. Aber ich habe auch nicht gepiekst damals. Aber jetzt müsste ich mal nicht pieksen lassen. Ja, den knabbert er das Zeug ja schnell weg. Ja. Aber er müsste gleich wieder da sein. Er ist gerade auf. Ah ja, okay. Weißt du, oder? Hm. Er kommt zu dir. Ja, scheiße. Oh, ich bin tot. Super. So war nicht. Ja, ich dachte, der kommt gar nicht mehr zu mir. Er kommt zu dir. Mhm. In diesen Worten war irgendwo eine Warnung versteckt. Irgendwo. Ja, ich war schon auf dem Weg ans Land. Wo darf ich dich finden? Da bist du. Bin ich jetzt einfach. Ja, pass auf Günther auf. Ich bin an Land mit dir. Aber bitte nicht pupsen jetzt. Du. Ich hab deinen Hintern an meinem Gesicht. Ja, eben. Ein Arschgesicht. Was hast du jetzt von dir behauptet? Woran erkenne ich Erz unter Wasser? Die sehen definitiv anders aus als der Meeresuntergrund. Er ist ja eher sandig. Ja. Ey. Ja, ist weg. Ist er tot oder weg? Nee, die Möwe. Und die Steine siehst du echt gut. Ah, er kommt wieder zu mir. Mensch, jetzt Kinder. Günther. Können wir den Köder nochmal aufheben? Nee, leider nicht. Wenn er schwimmt er. Ja, ich glaube, ich muss bei der nächsten Aber ich Insel. Ich habe schon ein paar Mal getroffen, der muss ja auch irgendwann tot umfallen. Ja, etwas besser parken. Da kommt er.
und ich habe wieder getroffen. Ich komme noch 2-3 Mal und er ist schon tot. Das dachte ich bei der Ziege auch immer. Ja, aber der wird ja wirklich tot. Der stirbt ja wirklich. Gibt auch gutes Essen. Jetzt kommt er. Gerade 2 mehr erwischt. Ich bin auch noch. Ich bin auf ihn gesprungen mit dem Speer. Okay. Ja, check. Ne? Ich ernte mal die Melone. Ja. Kommt er? Okay. Ja, ich habe keine Pflanzen mehr. Schnell raus, da kommt er schon wieder. Ah, okay. Ja, später mit dem Metallspeer wird es ein bisschen besser. Das hoffe ich. Da kommt er. Ist jetzt wieder auf mich los, anstatt auf diesen blöden Köder. Ah, der liebt die Menschen. Und nochmal ins Wasser kann ich nicht. Nee. Kannst du nochmal? Ich hab's ja auch gemerkt. Ja, ich gehe gleich, weil ich ihn wieder sehe. Was ist er denn? Hinter dir? Oh. Oh, der ist aber immer so schnell weg, ne? Ja, jetzt kommt er wieder. Der mit dem Haitanz. Kommt er wieder? Und jetzt? Hey, wieso? War doch schon draußen. Kannst du mich aufheben? Ach so. Ich glaube, ich lag noch auf dem Floß. Kann das sein? Ja, also halbwegs. Ich habe dich ohne ins Wasser zu müssen gerettet. Nee, dann. Hey, mein Leben ist wieder voller als davor. Mach ich jetzt immer so. Ja, yay. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, weißt du, solange wir gerettet werden. Wir haben nichts mehr. Eigentlich sollten wir weg hier. Also man kann am Anfang tatsächlich die Insel nicht ewig. Ja. Ja, nur ganz schnell den Hai töten, dann ganz schnell unten looten und dann abmarsch. Jetzt kommt er. Der will immer nur zu mir, nicht zum Köder. Ja. Aber jetzt kommt er jetzt. Ich habe ihn. Aha. Super. Gut, weg ist er. Haut ab. Los geht's. Nee. Günther tot. Ja. Genau, jetzt looten, was das Zeug hält. Das ist Kupfer. Okay. Also wie gesagt, das Wichtigste einsammeln. Das ist, glaube ich, stark. Ich weiß nicht, was das Wichtigste ist, deswegen... sammel alles, Erze, was ich sammeln kann. Erze, Schrott, Stein kannst du erstmal liegen lassen. Sand. Sand und Ton. Brauche ich jede Menge. Stein. Die Sandsteine sind wirklich, die sehen von der Farbe aus wie der Sand von unten. Und das Schickte ist, wenn du dann über dir siehst, da ist was. Du einsammeln kannst am Meeresding. Jetzt holst du eh los. So, Stein. Ah, da ist nochmal Kupfer. Ton. Okay. Bei mir hier schon fleißig. Ah, da. Wie ist das mit der Luft? Wenn die aus ist, ist man da instant tot, oder? Nee, dann geht deine Allergie. Zeit. Meine Allergie geht dann. Dann geht deine HP-Balken. Okay. Oh, die Insel ist aber reich an Rohstoffen hier. Ich guck immer von oben. Mein Haken ist kaputt. Ja, meiner ist auch gleich kaputt.
Planken. Ich gehe mal angeln so lang. Kann ja nichts mehr tun. Ja, aber dann können wir den Schmelzofen definitiv demnächst bauen. So, jetzt verstehe ich das. Das ist hier gekochtes Essen. Du hast schon gut abge... Hier. Gut, ne? Müsste Günther da sein? Der müsste bald wieder da sein, ja. Alter Ausschau. Noch sehe ich nicht. Ja, beim nächsten Mal muss ich vielleicht ein bisschen mit dem Raft anders parken. Günther nicht ganz so hartnäckig. Da ist er. Er ist wieder da. Ja. Okay. Dann kommen wir gleich raus. Ja, wir müssen. Wir müssen los. Okay. Da, da. Da, da, da. Der Günther ist am Köder. Ich habe ihn gepikst. Okay, alle an Bord? Jawohl. Alles klar, dann entfernen. Tschüss, dann Insel. Lass uns wieder schwimmen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich ja geht das Land. Das nehme ich gleich zu mir. Jetzt hat er Spaß mit dem Köder. Ich darf endlich mal nagen, ohne dass man ihn... Mit? Mhm. Da und mal Ton nehmen. Wie ist denn das mit den Kisten? Machen wir jetzt ab jetzt größere Kisten, oder... Ja, haben wir eine Art Lagerraum, so gut es geht. Oder? Vogel habe ich. Einen Lagerraum gibt es nachher auf jeden Fall auch. Also ich fange jetzt, wenn ich genug Planken hätte, dann würde ich jetzt so langsam anfangen, das hintere Teil so langsam, die Räume einzubauen. Zwei Planken kann ich dir geben. Und Plastik. So. Planken und Plastik. Dick müssten wir in den Kisten haben. Guck mal rein, da ist ganz viel. Ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, auch bauen. Okay. Ich glaube, du musst erstmal kochen. Nee, halt. Mit den Planken. Da. Ziegel, 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 Ziegel. Wo bist du, Ziegel? Da. Oh, da kommt eine Rieseninsel auf dich zu. Ja, dann der steuern wir jetzt mal schnell vorbei. Bau mal. Wo siehst du die? Im Nebel da hinten. Rechts vom Boot vorne. Aber mit Adler. Ja, da, okay, okay. Mit Adler. Das wird nicht lustig. Nein, meine Angel ist kaputt. Ja. Seile. So, einmal da herstellen. Ja, okay, ja, warte mal. Da ist nochmal Schrott. Glipper, das packe ich bei mir da. Blanken. Wieder hier dieses koordinierte Chaos, was wir hier haben, ne? Klar. Ach nö, von dran vor. Ich bin nochmal 8 Planken in deine Fischkiste gelegt da. Für den anderen. So, und sobald die Ziegel trocken sind, mache ich uns die Schmelze und dann können wir auch schon langsam bolzen und so. Lapsapsaratabdu. Anfang ist echt mühsam. Mhm. Ja, wie in jedem Survival, ne?
Oh. Ich zufällig eine Planke. Ja, Moment. Wobei, nee, da kommt gerade eine angeschwommen, die nehme ich. Dann kann ich mir einen Haken machen. Ich höre, dass wir um die Insel rumfahren. Dahin kommt nochmal so eine Art Sumpfbäume oder sowas, auf die wir zuhalten. Ja, da müsste ich kurz vorher da nochmal kurz die Segel rausziehen. Falls wir doch drauf driften. Auch hör auf zu nagen. Ja, der hat bei mir genagt. Hey. Nee. Ja. Schön. Brauchst nicht Fuß. Weiß. So, ein weiteres Päckchen wird geöffnet. Oh. Oh. Ja. Ich habe so dringend gebraucht. Jetzt fahren wir definitiv auf die Insel zu. Solange es der Geier nicht sieht. Ja, ein kleines Stück, warte. Mach mal. Weit weg vom Adler, wir können uns nicht schützen. Ja doch, ein kleines Dach habe ich schon gebaut. Ja, ich bringe uns mal ein kleines Stückle da. Ah, da hat es oben ein Haus oder eine Station, irgendwas. Das ist wieder so ein Händler. Und eine Kiste, aber trau mich nicht wegen dem Hai. Und in der Kiste geht drin. Denn? Ja gut, aber die ist schon vorbeigeschwommen. Ja. Ist echt weit weg. Das müsste mit dem Segel reichen, oder? Ja. So. Kommen die Wellen, die Wellen. Die Welle kommt. Das Blöde ist, wenn da Wellen sind, dann verfehlst du oftmals diese Ladungen, die du eigentlich einfangen willst. Ja. Du, du, du. Du, trocknet doch mal endlich. So, aber das klappt soweit. Wir sind einfach super. Wollte ich mal anmerken. Also, das ist ja wohl klar. Ah ja, blank. Voll lustig eigentlich, wie viel man hier essen muss. Ja. Aber nachher, wenn es das bessere Essen gibt, weniger dann. Dann hast du mehr und dann wird's okay. Leben. Und der Magen wird halt größer. Mehr rein. Hält länger. Du hast mehr Nahrungspunkte. Ja, genau. Das ist halt sehr gut. Upsala. Nicht rausschmeißele. Bitte nicht. Wir haben hart gekämpft. Egal, was du rausschmeißen willst. Ja, nicht viel. So, okay, Trockenziegel sind fertig. So, Schmiede, wo bist du? Ich will dich jetzt haben. Schmiede, komm her. Schmelze, ich habe dich. Okay, Planken brauche ich. Warte mal, wo sind denn die Planken? Die hab ich. Ja, dann haben wir keine Schmelze. Okay, dann sammle ich. Warte, kurz. Warte. Nee, ich sammle kurz. Ich hab auch noch Plan. Ist doch endlich. 20 Stück hätte ich hier. Dann nimm die mal hinter dir. Dann mach du lieber mal die Schmiede, wenn ich hier weiter sammle. Alles klärchen. Mach dich nützlich. Ja, endlich. Ich mach mich ja schon nützlich.
So, ich stelle die erstmal dahin. So, wo sind unsere Metalle? Die da. Das brauche ich und das brauche ich. Dann mache ich jetzt erstmal den Clip. Okay. Heidebim. Gehst du von meiner Sache weg? Wieder Besuch bekommen? Ah, oh, ja. Blöden bist du. Okay. Danke. Na, das am Lagen halt, ja. Oh. Ah. Der war etwas schneller. Wo ist heute denn gelagt? Hinten am Heck. In der Eck. In der Eck hat er die Eck. Er hat es nicht kaputt gemacht, oder? Doch. Doch. Voll weggebissen, das Ding. Oh. Der hat jetzt auch noch ein paar Splitter mehr im Maul. Soll das wieder ausspucken? Husten. Ich esse doch schon. So. Glipper. Erforschen. Wir lernen die Flaschen. Wir lernen den Topf. Die Flossen. Den Bogen. Und den Insektennetz. Geil. Ich habe gerade gelernt, man kann nicht durch diese Fangnetze von unten wieder hochtauchen. Nein. Nicht gut. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Stimmt. Wegen der Welle dran vorbei. Das ist die perfekte Melle. Schön wär's. Hm. Ich mag die Wellen nicht, nur wird's immer schön. Aber nicht drauf achten. Kommt so ein Dingens wieder. Eine Schwimminsel. Ja, ist ein. Okay. Posten halt. Hast du das, Schatz? Einen zu klopfen? Bestimmt, da kommen wir dran vorbei. Ist echt, das liegt auf dem Weg? Ja, ja. So, da haben wir hier noch einen Metallbarren. Ach, der ist schon erforscht. Okay. So. Ja. Ich spring nicht. Ich bin jemand, der immer daneben springt. Ja, das schaffen wir schon. Talent. Das gehen. Was wir schon? Mann über Bord! Welches Board? Vogelnest oben drauf sitzen gehabt. Ja, da war Glas drin übrigens. Das ist. Tu das mal erforschen. Okay. Nein. Uah. Geh weg. Ein Trinkglas. Fortschrittlicher Reiniger. Oh, super. Kannst du putzen? Nee, wo ist der Falk? Gut. Brauchen wir dafür? Weiß ich nicht, muss uns im Inventar gucken. Fortgeschrittener. Genau. Wo ist denn hier Reiniger? Brauchen wir viermal Glas. Wie viele hattest du bekommen? Einen nur, ne? Einen, ja. Viermal Glas. Wie machten wir Glas nochmal? Sand, ne? Okay. Ja, dann gucke ich gleich mal kurz, wie viel Sand wir noch haben.
wir sammeln auf jeden Fall schon mal ein bisschen Holz für die nächste Insel. Weil da können wir nämlich da auch ordentlich schlibbern. Unser Segel ist wieder eingeholt. Ja. Aber wir sind irgendwie nicht im Flow hier mit den... Wir sind ein bisschen... Nee, wir sind nur ein bisschen schief. Wir können uns drehen. Du kannst uns nicht drehen. Nein. Scheiße, weil eigentlich wären die Finger vorne besser. Ja, ich habe kein Ruder. Mal demnächst halt die Dinger drehen. Oder da auch hinmachen. Ja, nee, das Floß dreht sich immer wieder mal. Deswegen. Ja, meine ich ja, das Sammelnetz auch in die Richtung mal machen. Ja. Ja, ja, schon wieder. Ja. Guter Hund. Ja. Ach ja. Ich habe jetzt tatsächlich kein Ding mehr gesehen. Kein Ruder oder sowas, nur das Paddel. Ja, das kommt noch. Wird das Paddel helfen beim... Nein. Lenken. Damit drehst du nicht. Leider, leider nicht. Schade. Okay. Hab beide gehabt. Ja. Dekoration. Gut. Was haben wir hier? Flagge. Ganz wichtig, ganz wichtig. Die Malerei. Ja, damit uns nicht langweilig wird. Hast du die Malerei nicht schon gemacht? Nee. Sicher? Nö. Ich dachte, die hattest du schon mal gemacht. Bei den Dekorationen, da haben wir schon so viel bekommen. Da bin ich mir nie sicher. Hey, warte mal. Die wollte Glas haben. Irgendwo hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen Sand. Naja, guck mal hier, dann mache ich doch mal 4-mal Glas, sagte sie, ja. Nur 4? Ja, für einen Reiniger. Ja, dann. Da vorne kommt wieder eine große Kiste. Yippie! Genau auf mich zu. Ups. Gut, dann sind wir aber auch schon wieder für die heutige Folge fertig. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.